Ja, hallo, willkommen bei Black Reef. Das ist jetzt die zweite Woche und es hat sich einiges getan. Es sind neue SBS, LPS und Fische eingezogen, Garnelen, Turboschnecken. Ja, es läuft wirklich ganz gut. Klopfen auf Holz. Ich bin super zufrieden. Wasserwerte stimmen. Weiterhin habe ich bisher noch nichts gemacht. Ich plane für nächste Woche den ersten Wasserwechsel, dann so 10%, gehe ich mal von aus ungefähr. Neue Salz, einfach nur um Spurenelemente reinzukriegen. Kalkreaktor läuft gut. Werte waren am Donnerstag einmal gemessen, bevor die Fische reinkamen. Die kamen am Freitag rein. Waren Phosphat bei 0, Nitrat unter 2, Nitrit nicht nachweisbar. Und eigentlich Spitzenwerte, klar, es ist auch kein Verbraucher da, der irgendwas an Nitrat und Phosphat verursacht. Ist super. Ich habe jetzt die Fische am Freitag eingesetzt. Die Fische stammen aus einer Beckenauflösung von Bekannten. Diese Fische sind von klein auf bei ihm im Becken eingezogen. Er hatte ein ziemlich kleines Becken, muss man dazu sagen, für diese drei Doktoren. Das war aber seine komplette Besatzung und das Becken war um die 450 Liter groß. Leider, leider sehr, sehr zugestellt mit Steinen. Die Fische hatten viele Rückzugsmöglichkeiten. Allerdings ist das schon ein bisschen too much gewesen. Ich war eigentlich nur an zwei Doktoren interessiert, an den Rotmeer und an den Hawaii. Er hat mir bitte gesagt, ich solle bitte alle drei nehmen, weil die sind von Anfang an drin. Die sind schon, der Palettendoktor ist schon ein ziemlich ein alter Bursche. Ich wollte es eigentlich nicht. Ihm zuliebe und damit er auch das Becken abschalten kann, habe ich es getan. Es kann sein, dass ich den irgendwann mal abgeben muss, weil er schon sehr, sehr groß ist. Es tut mir aber ein bisschen leid irgendwie und ich bin so ein bisschen, ja, hin und her gerissen, weil man sieht sie, die schwimmen wirklich die ganze Zeit zusammen, die ziehen sich abends zusammen zurück, die haben da eine Höhle, obwohl der Palettendoktor so groß ist, der quetscht sich da irgendwie da rein und die anderen zwei Doktoren dann hinterher und die schlafen dann wirklich in diese Höhle hier und ja, ich muss sagen, bisher läuft das eigentlich ganz gut, fressen wie verrückt. Ja, die haben auch so einen Algenteppich hier, was sie auch noch abgrasen. Das ist für sie natürlich ein willkommenes Futtergeschenk. Ja, also ich werde das weiterhin beobachten mit den Fischen, ja. Und wenn da wirklich jetzt, wenn ich sehe, dass die Probleme machen oder sich doch nicht wohlfühlen, dann werde ich eins davon auf jeden Fall, also, das wird der Palettendoktor sein, dann abgeben. Und er soll dann in ein größeres Becken ziehen. Aber bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich gehe mal einmal rum und zeige euch mal die Korallen, die dazugekommen sind und wie sich die Korallen entwickeln. Also die stehen wirklich, klopf nochmal auf Holz, sehr, sehr gut da. Eine Galaxia, da hinten ist eine Garnele. Das sind zwei Garnelen, einmal eine Kardinalsgarnele und einmal eine Weißband. Da sind auch sehr, sehr viele neue SBS dazugekommen, LPS. Da habe ich mein schönstes Geschenk gemacht und das ist die Gorgonie gewesen. Also die ist so selten geworden. Früher gab es die en masse. Aber mittlerweile ist sie schwer zu bekommen. Die Leute wollen sie auch irgendwie nicht so richtig haben und verstehe ich nicht. Also ich finde die super. Und genau. Sorry, dass die Scheiben nicht geputzt sind, aber ich wollte jetzt nicht die Scheiben putzen, weil dann mache ich den Fischen noch mehr Stress und die sind ja noch nicht so allzu lange drin und das wollte ich einfach jetzt vermeiden. Ja? Damit müsst ihr jetzt leben. Hier sieht man auch nochmal den Seestern, den geht's gut. Der frisst Algen. Ja, die Algenteppiche, die macht er sich schön weg. Da ist noch eine Monty. So, dann ist da eine schöne Goniopora in lila-blau eingezogen. Da ist noch mal eine Turboschnecke, die macht auch den Boden sauber. Also zu fressen haben sie echt mehr als genug. Eine Acropora ist eingezogen. Das ist einfach nur ein Versuch jetzt. Ja, die so ein bisschen ja, schwerer zu halten ist. Sieht nur sehr gut aus. Ja, muss ich dazu sagen. Mal gucken, wie sie sich weiterhin entwickelt. Ein paar Krusten. Ein Kaktus, da ist eine Hofmeisterei, eine Milka ist auch noch eingezogen. Ja, also wirklich, es sieht gut aus.
Gut, der Algenteppich wird ja irgendwann mal wieder verschwinden und aber bis stören tut es mich jetzt nicht wirklich. Die Fische, das ist ja deren Futter dann quasi. Und ach, die habe ich auch neu hier, sowas. Ja. An der Lampe an sich habe ich die habe ich jetzt einen Tick verändert, und zwar habe ich einen Tick blauliches Licht dazu gepackt. Es ist wirklich minimal. Also wenn man da jetzt ein bisschen rumspielt und rumschaltet, dann sieht man das, aber sonst ist das jetzt nicht so der Bringer. Also das ist jetzt nicht ein Riesenunterschied. Allerdings, ich wollte dieses bisschen bläulicher und etwas weniger weiß. Ich habe sie um 5% reduziert, da ich gemerkt habe, dass einige Korallen doch, also wie die hier jetzt, die ist schon relativ hell geworden. Gut, die habe ich bekommen, die stand dort total dunkel und eigentlich hinterm Riff, ja. Und die erholt sich jetzt und bekommt da wirklich eine gelbe Haut quasi mit pinke Polypen. Allerdings, die steht auch ziemlich hoch. Ja, das ist eigentlich nicht Platz für sie, aber ich habe die ein bisschen runtergestellt. Wirklich, die laufen jetzt auf 65%. Ich denke mal, das reicht noch dicke. Ich plane jetzt demnächst, vielleicht in ein, zwei Wochen, dass jetzt ein bisschen kompliziertere Tiere reinkommen. Da sind vier Akroporen, die ich mir ausgesucht habe, oder fünf. Und die werden dann die oberen Reefdecks beziehen. Da werde ich mir jetzt aber noch ein bisschen Zeit lassen, um wirklich die Biologie noch mehr aufbauen zu lassen. Ich kann die Produkte von Korallenzucht wirklich nur empfehlen. Das Zeug läuft spitze. Wie ich schon, wie man das so sieht, in 2 Wochen ist das schon ein mega Sprung. Ich habe eigentlich alles gemacht, was sie gesagt, also was sie schreiben. Auf deren Homepage kann man das nachlesen, diese 14 Tage Einfahrphase. Und das funktioniert alles. Und ich habe sogar das Becken jetzt ohne Lebendgestein eingefahren. Und das funktioniert auch. Man muss das einfach so machen, wie die das beschreiben. Gut, Lebendgestein habe ich jetzt nur 5 Kilo zum Anhimpfen reingepackt und einfach nur, um diese Biologie noch mehr anzuregen. Also ich finde es super, ja. Ich würde es immer wieder so machen. Bisher keine Probleme. Alles top. Alles wirklich top. Man sieht auch an den Sand, da beginnt so manche Luftblasen aufzusteigen. Also da ist schon auf jeden Fall Biologie im Sand drin. Der Seestern, der bewegt natürlich einiges auch. Man sieht auch da hinten, da sind so kleine Kanäle schon aufgebaut im Sand, obwohl das kein Live-Sand ist. Ne? Das ist trockener Aragonit-Sand gewesen. Und also dafür ist die Biologie echt mega. Ne? Also wenn es so weitergeht, bin ich eigentlich mehr als zufrieden. Ja, ich würde sagen, ich melde mich in 1 bis 2 Wochen wieder, und dann könnt ihr sehen, was sich so getan hat und was noch neu eingezogen ist. Da wird bestimmt noch was Kleines einziehen, da werde ich schon was finden. Ja, und bis dato, bis zum nächsten Mal.